Ja, den brauchen wir jetzt nicht, aber ich nehme mal trotzdem die Truhen alle mit. Hier geht's nicht lang. Oh, der Typ wird jetzt wieder schlimm. Chaos Eater Level Up. Ach, cool. Okay, und jetzt klappt's mal eben. Kann man das irgendwo sehen, dass das irgendwie zu hoch levelt oder so? Da oben sehen wir jetzt nur eine von den Runen das an. Da nicht irgendwelche Special Moves, die ich nochmal mir angucken sollte. Eigentlich jetzt erstmal nur Standardsachen, die anderen müssen wir dann wahrscheinlich alle erlernen. Alles klar. Leuchtet irgendwas blau. Das sieht aus wie so ein Punkt, an dem man sich anziehen könnte. Aber wir haben noch gar nicht so einen Haken oder irgendwas. Darum geht's nicht weiter. Ach, hier können wir schwimmen. Da Wasser waren eigentlich immer ganz coole Sachen versteckt, glaube ich. Und wir haben in dem Spiel, glaube ich, nicht das Problem, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben, oder? An War ertrinken? Ich glaube nicht. Er sieht zumindest recht zufrieden aus. Lifestone Shard. Okay, das sind hier quasi die Herzteile. Sehr gut. Was sollten wir nicht übersehen? Au! Nein, ich muss weg, 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 weg! Oh Gott, ey, der spinnt sich immer. Aber dafür hält er einen dann hinterher auch ein bisschen. Ich probiere mal, ob das Horn irgendwas bringt. Nicht so richtig viel. Hier irgendwie hoch, auch nicht wirklich. Ach, uff. Neues Gebiet. Haben wir eigentlich so eine Oberweltkarte? Nee, ne? Doch. Okay, also es sind quasi hier nur zwei Gebiete erst, wo wir waren. Demon Blood Spilled.
wieder drin wurden jetzt gar nicht die Tools angezeigt. Oh Mann, das macht viel weniger Schaden als noch am Anfang. Weil wir ja geschwächt wurden. Die haben wir auch schon mal einfacher zerstört, ey. Guck mal, ob da oben, da sehe ich doch jetzt von hier schon die Truhe. Müssen wir alles schön einstecken. Damit wir uns auch die geilen Waffen und Kombos bei Wulgrim alle leisten können. Da hinten ist auch noch eine Truhe, aber ich glaube, noch kommen wir da nicht rüber. Das ist Samael, zu dem wir sollen. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, da kommt jetzt noch ein Bosskampf. Non Straga Sindora. Do you know what's imprisoned here? There are things even you should fear, horseman. Once you were strong, but now you are weak and you are alone. The destroyer knows of your coming. Even now, he moves his legions against you. Then I'll make this quick. Okay, jetzt mal gucken, was ich habe. Es scheint bei dem Gutz gut zu wirken, das Horn. Take this fool's life! Au! Ich wollte eine Rasa-Kette machen, aber wir haben noch... Ich kann ja gar keine machen. So! Destroy this fool! Au! Okay, mach erstmal den Schatten. Ach Gott, ich bin nach hinten ausgewichen, aber das ist so gewacht. Au! Okay, Tod Nummer 1. Kriegt doch mal relativ schnell Blatt, ey. Destroy this! Und das Kuba auch noch. Komm, ich bin schon nach hinten ewig.
Ey, ich geh schon immer irgendwie nach hinten und der kommt einfach hinterher, den kompletten Weg. So. So geht das. Zeit der Versuch. Drittes. Interest in killing you, Samael. Ah, the Destroyer! He's beyond your reach, beyond mine. Has prison made you a coward? Perhaps there is a way, but you will need to get inside the Destroyer's spire. The tower is guarded by four of his chosen. Bring me their hearts, and ask me no questions. My reasons for helping you are my own. Where can I find these guardians? First, seek the Twilight Cathedral, where the Bat Queen Tiamat has gone to roost. The whole of her domain is a blistered inferno. By land, you will never reach it. Find the high ground. With this, and bring me her still beating heart. Also die vier Wächter müssen wir jeweils besiegen. Los geht's mit Tiamat und Samael, jeweils die noch schlagenden Herzen bringen. Genau, und wir können jetzt so ein bisschen gleiten. Und damit schon wieder neue Orte erreichen. Zum Beispiel diesen dort. Ach komm, ich bin kurz vorhin ausgewählt. So, hier anscheinend nirgendwo eine Truhe. Also weiter geht's. Ah!
Mann, ey, die waren am Anfang so schön einfach. Da rechts ist eine Truhe. Kommen wir aber so auf jeden Fall noch nicht hin. Ich wüsste auch momentan nicht, wie man da hinkommt. Nehmen wir an, später kommen wir da gut hin. Na komm, ey, jetzt halte ich da oben fest. Die Frage, will ich da direkt rüber oder will ich erstmal hier gucken, was hier ist? Achso, ne, ist ja noch die gleiche Plattform, von der wir gerade kommen. Na gut, weiter. Ja, lass dich fallen. Okay. So, dann hier rüber. Easy peasy. Und sich, wenn man sich da festhält, noch woanders hin? Nee, ne? Choking Grounds. Ah, da kann ich mich gut dran erinnern. So, eine Sekunde. Das ist nämlich, glaube ich, ein relativ großes Gebiet. Genau. Diesen Fledermäusen. Irgendwelche Truhen versteckt. Irgendwie manchmal sind die auf der, oder meistens sind die auf der Karte, aber manchmal eben auch nicht. Hier mal wieder Vulgrim. Genau. Ich glaube, wir können uns dann später auch von Vulgrim zu der anderen sortieren. Ja, Rage ist ja nur das Wiederherstellen. Life Sims also hier lohnt sich irgendwie noch nichts so richtig, glaube ich. Wir könnten hier eine neue Fähigkeit beziehungsweise einen neuen Skill freischalten. Der gilt an. Backside Spinning. Oh, don't want to get away. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar schicke Sachen dabei, aber nichts, was ich jetzt dringend brauche. Sword Uppercut habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, das aufzuleveln. Für 600 ist vielleicht eine gute Idee. Der Gürtel. Ich glaube aber, ich warte noch. Ich will den Schaden direkt erhöhen mit 1000, dauerhaft für alle Waffen. Das ist mir auf jeden Fall wichtiger. Ach so, man muss jeweils
so ein Item finden, damit die Truhen angezeigt werden. Jedes Gebiet quasi. Ja, ist ja noch die Überlegung. Ich laufe jetzt gerade nach Nordosten, ob wir uns da am Westen noch mal kurz umgucken. Ich glaube, ich laufe hier so ein bisschen die Seiten mal ab, ob wir eine Truhe finden, in der irgendwas ist. Hier geht es auf jeden Fall schon mal nach unten. So. Dann haben wir nämlich schon mal ein Artefakt gefunden. Die sollen wir zum Fulgrim bringen. Weiß jetzt nicht, ob uns für ein Artefakt jetzt schon so belohnen wird. Aber da ich gar nicht mehr weiß, wie man was die bringen, glaube ich, bringen wir eben das mal gleich. Ich jetzt aber auch hier nochmal ein bisschen weiter um erst. Von dem Weg kommen wir. Hey William! Ich bin, wie gesagt, großer Fan, also ich fand es damals super. Wie gut es jetzt galt hat, das werden wir herausfinden. Das ist natürlich grafisch auf dem PC deutlich besser. Okay, und ich glaube, ich werde gleich sterben. So, ging doch. Ah, genau, da kann ich mich nämlich auch noch erinnern. Hier sind quasi so Gegenstände oder irgendwas, oder Portale oder so ein bisschen irgendwie wie aus der Phase gerückt. Die werden erst viel, viel später begehbar. Ah, okay. Ja, ich denke mal, wie gesagt, also grafisch wird es auf dem PC kein Problem sein. Ich glaube, vom Gameplay her ist es doch relativ zeitlos. Ich glaube, eher die Frage, ob man Bock hat auf so ein Genre. Es ist halt dieses God of War Devil May Cry Ding. Wenn man da keinen Bock drauf hat, dann... Es ist halt eine Mischung von dem mit so Zelda-Zeug. Was halt für mich natürlich dann der absolute Hammer war. Au, Mann, ich bin gerade ausgewichen, ey. So. Aus dem Weg. Drei Seelen von dem Auto nehmen wir noch mit. Warum auch immer irgendwelche Autos, warum auch immer irgendwelche Seelen in Autos sind.
So, dann gehen wir mal unser Artefakt ab, was wir gefunden haben. Ich habe keine Ahnung mehr, wofür die waren. Wir werden es gleich herausfinden. Blöde Fledermaus, ey. Ach, fuck. Den Treffer hätte ich nicht einstecken dürfen, ey. Die anderen übrigens auch nicht. Ich will da nur zu Vulgrim das Artefakt abgeben, lass die alle in Ruhe. So. Bye bye. Teil 2 hat halt mit dem ersten relativ wenig zu tun. Ich würde den aber genauso empfehlen. Ich fand den auch super. Auch wenn er halt ganz anders ist. Teil 2 hat das Zelda-Spielprinzip gegen ein Diablo-Spielprinzip getauscht. Während das Kampfsystem das gleiche geblieben ist. So, ich gebe ihm mal das Artefakt. Ah, da gibt es einfach 500 Seelen oben drauf. Okay, alles klar. Dann verbessern wir mal unsere. Sehr schön. Ah, okay. Die muss man da ja noch reintun. Weapon Forge Area of Wars Inventory. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich die dann hole, als sie in diesem Bundle drin waren. Das habe ich nämlich auch gesehen. Und ich habe die aber halt beide schon durchgespielt. Und dann so, ha, okay, sie jetzt trotzdem nochmal kaufen, weiß ich nicht. Und jetzt habe ich sie halt nochmal, oder jetzt habe ich den ersten nochmal so für die Xbox bekommen. Dachte, okay, ja, dann spielst du es jetzt auch nochmal. Shadowflight. Ach, das hier ist Weaponforge. Enhancement. Okay, man kann dann anscheinend nur ein Enhancement pro Waffe mal reintun. Was natürlich irgendwie ein bisschen doof ist. Jetzt haben wir irgendwie 1000 ausgegeben für ein Enhancement. Eventuell finden wir gleich ein besseres. Aber der hat unten auch noch so einen Balken. Vielleicht kann man das selber auch nochmal hochleveln. Wir werden es sehen. To ask of this humble merchant.